Einen schönen guten Morgen. Moment, ja. Einen schönen guten Morgen alle zusammen. Heute ist Montagmorgen, Podcast-Zeit, Strick-Podcast-Zeit und zwar auf Hab das Fein strickt. Das bin ich, mein Name ist Nico und ihr seht die 20. Folge von Hab das Fein strickt und 20. Folge. Wer hätte das gedacht? Am Anfang des Jahres, also im Januar habe ich ja diesen Jahres habe ich ja angefangen mit meiner ersten Folge und es ist schon stark, dass ich das durchgezogen habe bis jetzt und es macht mir echt Spaß. Und ich mache das unheimlich gerne und deswegen habe ich auch gesagt, heute möchte ich gerne nochmal aufnehmen, bevor Weihnachten vor der Tür steht. Denn so viel habe ich gar nicht zu zeigen, so viel habe ich gar nicht fertig. Aber das macht mir so viel Spaß und ich habe dann gesagt, nein, heute muss ich unbedingt nochmal eine Folge aufnehmen, bevor das Jahr zu Ende geht. So, ich zeige euch heute eine fertige Sache, zwei halbfertige Sachen. Ich möchte euch gerne einen Podcast empfehlen. Und ich möchte euch zeigen, was ich plane für die Zeit zwischen den Jahren, sagt man ja, ne? Die Zeit zwischen den Jahren. Das ist dann die Zeit, die paar Tage zwischen Weihnachten und Neujahr oder Silvester. Ja, los geht's. Ich zeige euch erstmal mein fertiges Projekt. Das ist der Half Fisherman von Chris Berlin. Das ist dieser hier. Mein Halbpatent-Pulli hier oben. Ein Pulli für die kalte Jahreszeit. Weil der ist wirklich, wirklich echt ein Kuschelding geworden. Ne? Der ist vor allem auch gestern Abend erst fertig geworden. Ich habe gedacht, so Mensch, was zeige ich denn heute? Ich kann nichts Fertiges zeigen, das geht ja nicht. Und dann habe ich echt nochmal dran gezogen und habe dann das letzte Stück vom Ärmel noch fertig gemacht. Habe den ganz schnell in die Waschmaschine geschmissen und rausgeholt, ausgebreitet und ja, der ist trocken geworden über Nacht. Ja, vernäht habe ich das jetzt alles irgendwie noch nicht. Ne? So, das ist er. Ich mache das mal nach hinten. Der Pulli hat einen leichten Stehkragen oben, ein Halbpatentmuster bis zur Hälfte und glatte Ärmel, glatt rechts gestrickte Ärmel sowie auch einen glatt rechts gestrickten Körper. Das Bündchen ist im 1 rechts, 1 links Rippenmuster. Ich habe überlegt, ob ich italienisch abnähe. Aber das habe ich mir, ich habe es mir gespart, ich wollte dann irgendwie nicht. Ich hatte ja die Befürchtung oder Bedenken bei der Konstruktion des Ärmels, dass diese Beule hier immer raussteht. Die steht auch weiterhin hier raus. Das hat sich auch nach dem Waschen nicht gegeben. Ich halte das hier so vor mich, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt. Aber wenn man sich dann vorstellt, dass mein Körper und meine Schultern hier drin stecken bis hier, das funktioniert. Also das kann man so anziehen. Also ich werde, vielleicht schaffe ich es ja auch irgendwann mal, euch das hier im Podcast zu zeigen, wie der getragen aussieht. Ich befürchte fast, dass das nicht klappt, weil das ist, wie gesagt, ein echt warmes Ding. Und ich weiß nicht, ob ich das hier drin schaffe. Naja, gut. Gestrickt habe ich aus der Wool Addicts Love von Langjans. Und ich habe gebraucht, warte mal, ich hatte 16 Knäuel, zwei ganze habe ich übrig behalten und ein zerfleddertes, was das kleine Hundekind sich irgendwann mal geschnappt hat und zerfleddert hat. So, war die Mama aber böse, ne? Weil bei Wolle verstehe ich nichts mehr, da verstehe ich keinen Spaß mehr. Gut. Also, ich hatte ja noch ausreichend. So, also ich wäre dann höchstwahrscheinlich auch mit 13 Knäulchen ausgekommen. Na, so habe ich jetzt 14 gebraucht. Und entsprechend der
anderen Wolle, da habe ich ja als Beilaufgarn, habe ich ja den, habe ich ja die Kid Silk von Drops genommen, weil ich sonst nicht auf die Maschenprobe gekommen wäre. Ich wollte es eigentlich nicht mit der Mohair-Variante dazu, aber ich wäre nicht auf die Maschenprobe gekommen und dann hätte ich so viel, nee, mit der Rumrechnerei, das ist nicht meins, das muss schon passen. Naja, ich bin fertig. Ich finde ihn unheimlich schön und jetzt muss es nur noch richtig kalt werden. Vielleicht ist das was für Silvester, weil wir, naja, wegen Corona ist natürlich das Feiern auch irgendwie ein bisschen eingeschränkt, aber wir werden das dieses Jahr so machen wie letztes Jahr. Wir feiern draußen. Wir feiern einfach draußen. Mit den Nachbarn zusammen stellen wir die Feuerschale raus und machen uns das draußen im Fahrradschuppen ein bisschen schön. Ja, so wird es sein. Und weil ich weiß, es wird da bestimmt ein bisschen frisch, ist der doch super dafür. Ja, gut. Half Fisherman Friend, will ich mal sagen. Half Fisherman Pulli von Chris Berlin ist das Design. Eine Kaufanleitung auf Ravelry. Und an dieser Stelle, ich muss es sagen, alles ist gekauft von mir selber. Niemand hat mich gesponsert. Niemand hat mich beauftragt. Deswegen ist das hier alles irgendwie Werbung. Ne? Fisherman's Friend. So, das zu meinem fertigen Projekt, das einzige. Warum ich ein bisschen trödelig bin zurzeit mit meiner ganzen Strickerei, hat damit zu tun, dass ich arbeite ja wie gesagt gerade noch an einem Teststrick, den ich euch noch nicht zeigen kann. Diesen Teststrick muss ich auch bis Ende der Woche, habe ich mir selber so ein bisschen das Ziel gesetzt, bis Ende der Woche möchte ich den fertig haben, damit die Silke, die das Design entworfen hat, auch das Feedback von mir bekommen kann. Aber ich hatte ja beim letzten Mal schon erzählt, der wird ja mit sehr dicker Wolle und dicker Nadel gestrickt, mit der 8er Nadel und das geht relativ zügig jetzt. Also ich habe Vorderteil, Rückenteil fertig, der erste Ärmel ist angefangen. Ich bin da guter Dinge, dass das jetzt schnell über die Bühne geht. Ja, dann möchte ich euch gerne jetzt noch hier mein Polunder, ich sage Polunder, zeigen. Ich sage Polunder, viele sagen Slipover, ich sage Polunder. So. Das ist ein Spontanmodell gewesen oder ist ein Spontanmodell. Das habe ich ganz spontan irgendwie angeschlagen. Die Wolle hatte ich, die Idee hatte ich. Ich hatte nur noch nicht so richtig die Zeit. Aber weil ich ja wollte, weil ich euch ja heute eine Aufnahme präsentieren wollte, habe ich gedacht, wovon denn? Und dann habe ich gedacht, jetzt muss ich aber noch ganz schnell ein Polunder mal anfangen. Und auch da gab es irgendwie kein Halten mehr. Den habe ich angeschlagen, auch mit einer sehr dicken Nadel. Mit der 7er Nadel ist der gestrickt. Hier unten ein zweigeteiltes Bündchen. Eins rechts, eins links. Italienisch angeschlagen. So. Sehr elastisch dadurch. Und gefällt mir total gut. Vorne habe ich zwei Maschen weniger genommen, aber da kommt ja nicht die Maschenpolizei, ne? Und habe das dann hier an den Seiten übergeschlagen. So, jetzt sind natürlich die ganzen Fäden noch nicht vernäht. Das sieht jetzt alles noch ein bisschen wirr aus. Wenn ihr nach einer Anleitung fragt, es gibt keine. Das habe ich mir alles irgendwie jetzt so selber mal. Aber es ist ja jetzt auch nicht, ne? Also unten das Bündchen, da macht ihr eine Maschenprobe und schaut, wie breit soll der sein. Und dann geht es irgendwann, nach dem Bündchen geht es im Kreis glatt rechts immer nach oben bis zu den Armausschnitten. So, bei den Armausschnitten, die habe ich dann gleich gemacht. Genauso, also vorne wie hinten sind die genau gleich. Und dann kommt hier noch ein, das rollt sich jetzt ein bisschen ein, deswegen sieht das so schmal aus. Aber hier vorne kommt dann noch ein Bündchen dran, ungefähr so. Paar Zentimeter und mein Plan ist es, das auch italienisch abzunähen, so,
Und ja, und dann sieht's schön aus. Ja, ich habe erst überlegt, soll ich einen Rollkragen machen? Ich wollte von Anfang an einen Rollkragen, deswegen habe ich mir noch einen Reserveknäuel gekauft. Ich doof, weil ich dachte, ich komme nicht hin. Na, jetzt habe ich es übrig. Ich habe, ja, und deswegen, ich wollte halt einen Rollkragen machen von Anfang an. Und dann habe ich gedacht, ah, Rollkragen, das frisst ja bestimmt total viel Wolle. Deswegen auch das Reserveknäuel. Ich dachte, mit 4 komme ich bestimmt nicht aus. Ja, jetzt habe ich hier den Rollkragen dran. Ich weiß noch nicht, ob der fertig ist oder ob ich da noch ein bisschen was dran stricken soll. Ich hatte das auch am Anfang, als ich da angefangen habe, als das nur ein normales Halsbündchen war, habe ich gedacht, das ist auch schön, wenn man das dann doppelt nimmt und einschlägt und ein doppeltes Halsbündchen quasi hat. Das ist ja auch sehr häufig bei den heutigen, neueren Modellen, dass man das so als doppelt genommenes, eingeschlagenes Halsbündchen hat. Aber ich, ja, ich habe gedacht, ich probiere es jetzt einfach mal und stricke einfach mal hoch und guck mal, wie es aussieht. So. Ja, was habe ich denn für einen Garn genommen überhaupt? Achso, ich habe es vorne auch hier ganz, ganz nett irgendwie den Kragen. Also es ist ja von unten nach oben gestrickt. Macht ja irgendwie kaum noch einer jetzt zur Zeit. Ne? Alles ist immer nur top-down. Ja, dann habe ich irgendwann die Mitte hab's an den Schultern abgemessen. Wie breit muss das sein? Habe in der Mitte die Maschen abgenommen und dann in jeder Hinreihe, beziehungsweise auf der anderen Seite ist es dann die Rückreihe, eine Masche abgenommen oder betont abgenommen, damit hier auch so eine Linie dann entsteht, dass es ein bisschen hübsch auch ist. Ne? Ja, eventuelle kleine Löchelchen werde ich dann noch zunähen, natürlich, damit das Ganze auch ein bisschen nett aussieht. So, was sieht ein bisschen schmal aus irgendwie, aber der ist auch recht lang, aber das wollte ich so, dass der so ein bisschen... Also, dass es doch über den Gürtel rüber geht, also deutlich über den Gürtel rüber geht. Ja, so wollte ich den halt haben. Vielleicht ist es ein bisschen zu schmal, aber, oh Gott, da muss ja nicht immer alles oversizig sein. So, was habe ich genommen für eine Wolle? Ich habe jetzt keine Banderole da, aber ich weiß, wie sie heißt. Das ist von Lana Grossa, die Brigitte Nummer 2 Seta. So. Seta deswegen, Seta, Seide, ne? Und zwar sind das diese hellen Einschüsse, die hier da zu sehen sind, so Böbbelschen. Das sind die Seideneinschüsse. So. Und das gibt dem Ganzen Brigitte Nummer 2 den Beinamen Seta in der Farbe Beige. Damit nicht genug. Ich habe es natürlich auch noch kombiniert mit der... Ja, könnt ihr ja mal raten. Kitzelk von Drops in der Farbe Hellbeige. Warum weiß ich eigentlich gar nicht mehr so genau, warum ich das kombiniert habe, aber irgendwie hat mir das in der Maschenprobe total gut gefallen. Ja, so. Das ist ein halbfertiges Projekt, wird aber... jetzt auch ganz schnell fertig. Ist ja jetzt auch nicht mehr viel. Es sei denn, ich halte mich mit diesem italienischen Abnähen Ewigkeiten auf. Ich bin sehr gespannt, was das wird. Aber muss ja irgendwie zu schaffen sein. Geht schon irgendwie. Dann habe ich noch ein fast fertiges Projekt. Und zwar sind es mal Socken. Diese. Und das sind meine Sockenbretter. Ich finde die so schön. Habe ich geschenkt bekommen. Finde ich total schön. Ja, das sind ganz herkömmliche, also wirklich ganz einfache Socken. Und zwar gibt es eine Anleitung dazu als Kaufanleitung von Paula Strickt. Basic Socks heißen die, glaube ich. Dann gibt es auch von Petit Knit, gibt es auch diese Anleitung zu kaufen. Aber ich kann Socken stricken. Ich brauche eigentlich keine Anleitung dafür. Und deswegen habe ich es jetzt einfach, so gemacht. Also es ist zwei rechts, zwei links. Ich habe Italienisch aufgenommen, ne, damit das auch elastisch bleibt oben.
zwei rechts, zwei links gestrickt, eine Boomerang-Ferse, auf dem Oberfuß geht zwei rechts, zwei links weiter, unten glatt rechts, Bändchenspitze, fertig ist. Mit der 3,5er Nadel habe ich gestrickt, weil das ein etwas dickeres Garn ist. Das ist die vielseitige von Ferner Wolle. Das ist ein Garn, das ist normale Schurwolle mit einem Polyanteil, genauso wie eine sechsfach Sockenwolle. Und den zweiten habe ich fast fertig, den zweiten Socken. Der zweite Socken ist kurz vor der Spitze. Das ist immer so ein Projekt, also das, die sind immer, also sowas ist immer bei mir in meinem Rucksack, den ich immer mit zum Nachtdienst nehme. Da ist dann immer ein Tütchen drin mit irgendeinem Sockenprojekt oder ein Mützenprojekt oder ja, irgendwas Kleines, was man gut mitnehmen kann. Und wenn ich dann nachts doch mal Zeit habe, was zum Stricken, dann ist es sowas. Und ja, so werden solche Socken dann auch fertig. Ja, der eine, wie gesagt, braucht nur noch die Spitze. So, dann habe ich jetzt eine Podcast-Empfehlung. Und zwar ist es die Vroni von Seven Knits. Wie komme ich da drauf? Also, es war so, dass ich glaube, es ist jetzt gut anderthalb Wochen her, da habe ich eine Bekannte getroffen bei uns im Dorf und ich hatte meine Mütze, meine Lieblingsmütze, meine Kara-Mütze hatte ich auf und die hat mich dann angesprochen auf meine Mütze. Sie würde ja jetzt auch stricken und was das denn für eine Anleitung wäre. Ja, dann habe ich ihr das auch gesagt, habe ich hier Kara-Mütze und Ravelry und so. Und ich habe ja einen Pullover gestrickt, hat sie mir ihren Pullover gezeigt. Und zwar ist das, das war der Pullover von, ein Pullover von My Favorite Things Knitwear. Und zwar der mit den Streifen. Die sind ja alle durchnummeriert, diese Pullover bei den Designern. Und da weiß ich jetzt die Nummer nicht mehr, aber der war so gestreift mit so einem gebrochenen Rippenmuster. Hat mir auch total gut gefallen, habe ich direkt hinten abgespeichert. So. Dann, einen Tag oder zwei später, habe ich dann so meinen Haushalt hier gemacht, habe ein bisschen Staub gewischt und geputzt und so. Und dabei habe ich meistens dann im Wohnzimmer auch den Fernseher an und schaue dann den einen oder anderen Podcast mir an. Und dann wurde mir vorgeschlagen, ein Podcast eben von dieser Seven Knits. Und im ersten Bild war genau dieser Pullover. Oh, dachte ich, das ist ja der Pulli. Und jetzt guckst du da mal rein. So, und schon war ich gefesselt. Die ganze Folge habe ich mir angeguckt. Sofort abonniert. Und seit Montag oder Dienstag, weiß ich jetzt nicht genau, gucke ich jeden Tag. Ich glaube, sie hat auch 20 Folgen oder so. Und ich bin jetzt gerade bei Folge 11. Und die hat so eine schöne Art zu erzählen. Ich höre da so gerne zu. Und sie spricht nicht nur, zeigt halt nicht nur ihre Strickereien oder Häkeleien, sondern erzählt auch aus dem Leben. Und das ist so interessant und so. Und man findet sich da auch zwischendurch wieder. Egal, um was es dann irgendwie geht. Also irgendwie findet man sich da immer wieder. Und das finde ich total nett und sie präsentiert es irgendwie auch total süß. Und dann hat sie in der Folge, die ich mir dann als allererstes angesehen habe, hat sie auch gerade eine Kara-Mütze angefangen zu stricken und hat dann auch über mich dann auch gesprochen und das war so süß, weil sie war sich dann unsicher über die Wolle, die ich genommen habe und ich stand im Wohnzimmer und habe dann ihr zugerufen, doch! Das ist die Cool Wool Big. Kennt ihr das? Also wenn man dann mit dem redet da im Fernsehen, also es ist total schräg irgendwie. Aber ja, Seven Knits, wenn ihr mal schauen möchtet, dann Empfehlung von mir. Nee, und natürlich, so ein Polunder hat sie auch schon gestrickt. Und solche Socken hat sie auch schon gestrickt.
Ja, das ist meine Podcast-Empfehlung für diese Folge. Gut. Dann geht es ja in großen Schritten auf Weihnachten zu. Und ich habe noch nicht alle Geschenke fertig. Also ich bin schon, ich bin mit dem Geschenke besorgen, bin ich schon ziemlich weit. Also bin schon fast fertig. Aber auch dieses Jahr mache ich wieder ein bisschen was selber. Und damit habe ich noch nicht mal angefangen. Das ist natürlich schlecht, ne? Aber dieses Jahr werden wieder Hausschuhe verschenkt. Und zwar Filzpantoffeln. Ich muss 2 Paar noch stricken. Aber heute ist der 13. Das heißt, ich habe noch 11 Tage Zeit. Müsste doch gehen. So, und zwar stricke ich diese Hausschuhe aus der Drops Nepal. Eine Anleitung habe ich auch nicht wirklich. Ich stricke die am Anfang glatt rechts, also es geht glatt rechts hoch. Dann werden die zur Runde geschlossen, dann kommt der Oberfuß, dann wird hinten zusammengenäht. Das Ganze kommt in die Waschmaschine und schrumpft dann hoffentlich auf die richtige Größe. Das ist natürlich immer noch so ein, man weiß es nicht, was dann hinterher dabei rauskommt, ob es die richtige Größe dann auch wirklich ist. Aber ist ja nicht so, als hätte ich das jetzt, würde ich das jetzt zum ersten Mal machen. Aber blöderweise weiß ich gar nicht mehr, wo meine ganzen Schreibunterlagen, wo ich das mal aufgeschrieben habe, wie viele Maschen ich jetzt für welche Größe ich aufgenommen habe. Ich weiß nicht mehr, wo das alles ist. Ich habe so viel Geschreibsel und ich habe jetzt letztens hier unten mal aufgeräumt und meine Güte, was ich alles gefunden habe und was ich auch an Wolle gefunden habe. Also eigentlich dürfte ich nichts mehr kaufen. Das sage ich jedes Jahr. Ist immer nur kurz, dieser Vorsatz. Naja, auf jeden Fall, Drops Nepal. Davon habe ich jetzt, ich glaube, 6 Knäuel in dieser Farbe. Und dann habe ich aber noch jede Menge Reste. Und die werde ich auch noch mit da rein. Das werden dann halt nicht einfarbige, sondern eben ein paar Streifen noch da rein. Oder das Käppchen vorne, irgendwie eine andere Farbe. Ich werde auf jeden Fall ein Foto machen, bevor ich die verpacke oder einpacke und verschenke. Dann kann ich euch in der nächsten Folge mal ein Foto einblenden, wie die denn aussehen. Oder ihr schaut mal bei Instagram. Da kann ich die ja auch posten. Auf Instagram heiße ich Habt es fein. Nur Habt es fein. Also so. Ihr dürft mir gerne folgen. Und dafür bedanke ich mich für alle Follower, die dazugekommen sind. Genauso für alle Abonnenten, die hier dazugekommen sind. Ja, ich freue mich immer jedes Mal, dass es schon so viele geworden sind. Das ist echt, wie gesagt, ein Jahr mache ich das jetzt, ne? Ja, so, das ist noch mein Vorhaben bis Weihnachten. Ja, das möchte ich fertig machen, den Teststrick möchte ich fertig machen. Und dann, wenn Weihnachten erstmal hier wieder Entspannung angesagt ist, dann möchte ich ja auch gerne etwas anstricken. Und zwar am ersten Weihnachtsfeiertag. Der ist bei uns immer Chili Billy. Und da möchte ich gerne was anstricken. Ich habe 2 Sachen zur Auswahl. Das zeige ich euch jetzt. So, einmal. Moment. Tada. So, einmal habe ich diesen Pulli von der Isabel Krämer. Jana Light heißt dieser Pulli. Damit hat es Folgendes auf sich. Es gibt auch diesen Pullover, der heißt nur Jana. Der ist aber dann in einem dickeren Garn und diese Anleitung hatte ich zuerst. Gibt es auf Ravelry zu kaufen. Isabel Krämer. So, und dann habe ich diesen Pulli mir runtergeladen, weiß nicht, vor 1,5 Jahren oder so. Dann habe ich mir Wolle gekauft. Die habt ihr auch schon mal gesehen. Das ist diese Kreischfarbe. Das ist Holzgarn, einmal Titicaca, dessen Farbe ich jetzt nicht weiß, weil die Banderole nicht da ist. Und das ist die von Holzgarn, die Coast, in der Farbe Begonia. So, wenn ich das jetzt, ich habe es schon mal als Pröbchen, na komm, Pröbchen gemacht, dann sieht das Ganze so aus. Und das gefällt mir doch schon.
echt gut mit der 3,5er Nadel. Und ja, ich habe es gedreht und gewendet. Ich kam nicht auf die Maschenprobe von dem Jana-Pulli. Also, was sollte ich machen? Ich habe einen Beilaufgarn dazu genommen. Dann wurde mir das Ganze aber irgendwie zu dick. Und dann dachte ich, nee, ich will das doch bei diesen beiden Garn belassen. Daraus möchte ich jetzt gerne diesen Pulli stricken. Und dann habe ich versucht, irgendwie umzurechnen. Und dachte ich, nee, ist alles irgendwie Mist. Habe das dann beiseite gelegt. Und dann fiel mir ein, Moment mal, was ist denn mit Jana Light? Jana Light passt von der Maschenprobe exakt genau. Musste ich nur noch die Anleitung haben. Und da gibt es dann halt die Möglichkeit, oder bietet Isabel Krämer das so an, wer die andere Anleitung schon gekauft hatte und möchte diese jetzt auch noch, bekommt diese für 50% weniger. Oh, dachte ich, das ist ja gut. Und dann habe ich die jetzt auch noch gekauft. So, das ist die eine Möglichkeit von meinem Weihnachtsanstrick. Und dann habe ich aber auch noch was. Den habe ich ja euch auch schon mal gezeigt. Das ist der, ich halte es mal nicht so sehr ins Licht, Cardi V-Neck von Anne Wenzel. Auch ein schöner Pulli. Und jetzt zeige ich euch die Träumchen, die ich da gekauft habe. So, es ist wieder ein Holzgarn von, also das Holzgarn Titi, boah, es ist mit dem Licht, kriege ich es heute nicht. Hier, Holzgarn, Titicaca Ecru, Coast Ecru und ein Flauschi noch dazu. So. Drops Kitzelk in der Farbe 40. Und das ist entweder Perlrosa oder Perlrosa. Oder Staubrosa oder so. Weiß ich jetzt nicht mehr, wie es als Wort hieß. Ist auf jeden Fall Farbe Nummer 40. Und die beiden finde ich natürlich auch oh, die drei zusammen. Super schön. Mal gucken, was es wird. Ich tippe ja eher auf den Jana, weil der geht, ich glaube, der geht recht schnell. Das ist viel glatt rechts mit rechts-links Mustereinschüssen. Auch mit Taschen und so. Ne? Und dieser hier, der ist, glaube ich, dann noch mit ein bisschen gefummelt. Ne? Wegen mit Zöpfchen und verschränkt und so. Hm, aber gut, ich habe ja Zeit. Ja, Zeit. Habe ich wirklich Zeit? Man weiß es nicht. Es ist so, dass ich hier im Hintergrund ein bisschen was tut. Deswegen habe ich eigentlich nicht wirklich Zeit, oder das war auch etwas, was mir ein bisschen Strickzeit genommen hat. Ihr merkt, ich druck's hier ein bisschen rum. Ich kann einfach noch nicht richtig was darüber sagen, aber es ist eine ganz spannende Geschichte und ich werde euch davon im Januar erzählen in einer Spezialfolge. So. Und das ist im Moment etwas, was mein Mann und ich, was uns im Moment sehr beschäftigt. Aber es ist was Tolles, es ist, finden wir. Und ja, mit diesem Cliffhanger quasi möchte ich gerne die Folge für heute beenden. Ich wünsche euch das Beste und ich wünsche euch ganz, ganz tolle, entspannte Weihnachten im Kreise eurer Lieben. Ich wünsche euch einen ganz, ganz guten Rutsch ins neue Jahr, dass eure Wünsche sich erfüllen, dass ihr gesund bleibt. Und jetzt mache ich was ich noch nie gemacht habe in einer Folge. Ich trinke einen Schluck. So, bis demnächst. Ciao, ciao. Da, da, ba, do, da.